entweder habe ich es völlig anders gemacht als in den Vorstellungen der Modder. Ne? Oder... Wenn du nicht weiterkommst, dann kommst du nicht weiter. Gucken wir nochmal genau ins Logbuch. Besiege Magnus im Kampf. Wie denn? Fragmente meiner Vergangenheit ist einer der Hauptquests. So, der Weg ist auch Hauptquest. Wein für Bauern Aret funktioniert nicht. Obwohl ich jede Menge habe. Gucken wir nochmal eben ins Logbuch mit dem Wein. So. Der Bauer draußen auf dem Feld hat mich gebeten, von Koch eine Flasche Wein zu holen. Eine Flasche wollte er nur haben. Und der Koch wollte, also der Nelix, der wollte nichts rausrücken. Und kaufen konnte ich das auch nicht, weil er es nicht in seinem Inventar hatte. Dann habe ich mir den Wein anders besorgt. Und zwar mit, ach da ist er wieder, und zwar indem ich einfach mal so den Nelix da... beklaut habe. Ne? So, und was er macht, den ganzen Tag macht, das wissen wir ja. Er hockt sich da drüben voll. Ja, und da muss ich jetzt mal gucken. Komme ich hier wieder runter? Jupp. Oh, Alter. Das ist jetzt auch ein One-Way-Ticket. Naja, also deswegen eine andere Alternativen gibt es nicht mehr. Deswegen bin ich echt am Überlegen. Grüß dich. Zurück, Merio. Also, wie ich hier rauskomme. Hier komme ich nicht raus. Weil ich bin hier über Umwege hier reingekommen. Von da oben runter. Und der einzige Ausgang ist über den... nein, überhaupt nicht. Über den Typen, also der da Wache steht. Bin leider überhaupt nicht rausgekommen. Ich ziehe, glaube ich, jetzt für mich ein Fazit. Weil ich habe es eben auch gerade eben gesagt, so von wegen den Wein für Aret. Aret will den Wein nicht, obwohl ich alternativ welchen besorgt hatte. So, kann ich eventuell hier raus. Ohne an die Wache vorbei. Nee, das wird nicht gehen. Ja, und den Dingsbums zusammenklatschen, wie es hier steht. Magnus im Kampf. Da kannst du dumm und dusselig dich schlagen oder sonst irgendwie was. Der one-hittet dich weg. Man kann keine Sachen verkaufen in der Art und Weise, dass man ein bisschen Geld machen kann. So, das ist jetzt er hier wieder. Und ja, wie schon gesagt, und ich hatte auch eben gesagt, so von wegen, dass diese Modifikation wohl aus Sicht der Modder... es gibt, ich würde mal sagen, es gibt sozusagen so von wegen, jo, versetzen wir uns mal in den Spieler. Natürlich ist das Ding Beta getestet worden, das glaube ich auch. Nur, ich gehe ja hier völlig neu dran, ohne irgendwie einen Kontext oder eine Hintergrundinformation, worum es geht. Und ich habe es natürlich wieder so gespielt, dass es nicht geht, dass es nicht mehr weitergeht. Also, wenn ich das hier nochmal anfange, so, das ist die Wache, die mir gleich auf den Dates knallen will. So, ja, ich hau ab. Und tschüss, du kommst. Ich warne dich. Ja, ist gut. So. Und deswegen bin ich am Überlegen, jetzt nochmal zu dem Markus runter. Ja, da gibt es nichts. Minenarbeiter Rodriguez. Gibt's auch nichts. Ich habe alle angesprochen, da ist nichts mehr zu holen. Gucken wir nochmal unter den erfüllten Missionen. Magnus sucht seine Münze. Haben wir. Hier mit Gels haben wir auch. Ja, unser Rezept. Haben wir ja alles gemacht. Aktuelle Missionen. Das sind die, die übrig sind. Und Wein für den Bauern Aret. Ne? Will er nicht. Hey, du! So. Warum? Er hat ja keinen Wein hier, der Nelix, hey, in seinem Inventar gehabt. So.
War ja immer nur das hier, Wacholder und Milch. Und dann habe ich mir gedacht, da steht da dann auch als Tipp in der in dem Logbuch, ich muss mir was anderes überlegen. Das habe ich getan, habe dann hier den Wein rausgeholt und hier gab es ja auch noch Wein. Ja, und dann bin ich zur Arbeit hin und nee, ist nicht. Die Leute sind auch immer irgendwo anders. Hey, du! Ich will stärker werden. Auch was mir aufgefallen ist, wenn du auf das Charakterprofil guckst, da haben wir ein Attribut, das nennt sich Intelligenz. Da habe ich bei ein paar Gesprächen ein bisschen was geskillt an Intelligenz. Nur, das ist mir ein bisschen zu wenig vorgekommen, oder? Ich bin halt eben nicht intelligent genug, diese Modifikation zu spielen. Du kannst die Bauern ansprechen. Ich habe immer Ende, die mir auch irgendwie durch die Blume zu verstehen geben. Hier ist Ende, hier gibt es nichts mehr. Aret sagt auch Ende. Milan, von dem habe ich mir auch mehr erwartet. So, die habe ich alle angesprochen. Den habe ich aus der Mine befreit oder rausgeholt. Das ist Nilex hier. Der hat nun was anzubieten. Hier komme ich nicht hoch. Da steht ein Heinz. Ich wäre echt total neugierig. Er ist auch nur ein Händler. Hey du! So. Ich habe für sie ein paar Quests gemacht. Da steht jetzt der Satz, kann ich dir noch irgendwie helfen? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Aber... Momentan nicht. Momentan nicht. Ich versuche dir diese Modifikation jetzt erstmal aufzudröseln, ohne jetzt großartig jetzt weiterzumachen. Ich habe es jetzt an allen Ecken und Enden probiert. Nur es ging leider nicht. Vielleicht kommt ja jemand auf die Idee und sagt, du pass mal auf, guck doch hier von David mal das Let's Play an oder das Streaming, wie Arcado und versucht hat zu spielen. Ist leider nicht gelungen. Das ist der Simon. Der sagt auch nichts mehr. Es ist ein Prolog, diese Modifikation. Und, habe ich auch extra gelesen, sie ist abschließbar. Also diese Modifikation ist abschließbar. Gut, in meinem Falle leider nicht.